Hallo, mein lieber Stier, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Februar. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Stiere. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Zuerst befassen wir uns mit deinem Start in den Monat. Dann sehen wir uns die Blockaden, die Hürden näher an, die in den kommenden 30 Tagen in deinem Feld aktiv sind. Denn die strahlen üblicherweise auf alle Lebensbereiche aus. Wir widmen uns wie immer zuerst den Entwicklungen im materiellen, finanziellen bzw. beruflichen Sektor und im letzten Teil der Legung sehen wir uns an, was wir im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen beobachten dürfen. Natürlich holen wir uns auch Anregungen und Lösungsimpulse direkt vom Universum ein. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Februar für dich hat. Ja, mein lieber Stier. Dann starten wir gleich in die Legung. Du weißt, wenn du diese Legung zu einem späteren Zeitpunkt ansiehst, sie ist wie alle meine Legungen zeitlos und umfasst in etwa einen Zeitraum von plus minus 30 Tagen. Schauen wir mal, was wir hier beobachten dürfen. Hier geht es um ein Wachstum. Irgendetwas scheint hier ganz gut zu laufen, zu gedeihen, zu erblühen. Nur eine Sache ist hier, die mich hier ein bisschen beschäftigt. Irgendetwas wird hier in der Priorität zu weit ja, vorne eingereiht. Also irgendetwas wird hier zu wichtig gemacht. Irgendetwas lenkt dich aktuell ab von diesem Wachstum. Und da holen wir uns jetzt direkt einen Lösungsimpuls ein. Du weißt, wir schauen uns hier Tendenzen an, was bedeutet, dass nichts von all dem eintreffen muss. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt der Legung ein unangenehmes Gefühl hast, dann ist dieser Teil der Legung nicht für dich bestimmt. Das wollte ich nur noch vorab sagen. Ja, okay. Hier geht es um irgendeine Sache, bei der du eine oder bei der irgendetwas festgefahren ist oder eine festgefahrene Meinung besteht. Hier drehen sich deine Gedanken um irgendetwas und das schon länger. Und was man hier sehen kann, ist, dass die Gedanken eben im Kreis laufen und dass es hier wichtig wäre, die Perspektive zu ändern. Ich habe das Gefühl, es geht hier um eine ältere Angelegenheit, irgendetwas aus der Vergangenheit, was vermutlich noch ungelöst ist und dich nach wie vor beschäftigt. Die Sache ist die, das bedeutet nicht, was da auch immer geschehen ist, dass das unwichtig wäre. Die Sache ist nur, es bremst jetzt auch dieses Wachstum bzw. diese Sache ab, die hier ziemlich gut läuft. Also das, was wir hier einfach auch sehen, ist, dass das hier sehr, sehr groß werden kann und dass es hier auch um etwas geht, das in deinem Leben bleiben soll. Es geht hier auch um Schicksal. Kann sehr gut sein, dass diese Angelegenheit vielleicht auch mit irgendetwas Finanziellem zu tun hat. Kann natürlich auch sein, dass es hier um irgendeine zwischenmenschliche Verbindung geht oder irgendetwas, was dich sehr, sehr erfreut. Und dahingehend ist es hier wichtig zu reflektieren. Von der Außenschau betrachtet bekommen wir hier die 444 herein. Die 444 ist eine Engelszahl und bedeutet in meinen Legungen zum einen immer, dass du am absolut richtigen Weg bist, auch wenn du das vielleicht aktuell, kann sein, dass du das vielleicht gar nicht so siehst, weil sich hier diese eine Sache in deinem Kopf ja immer wieder abspielt.
Die 444 steht unter anderem auch noch dafür, dass dein Weg beschützt ist. Du wirst hier auch ja irgendwo geführt unter Anführungsstrichen. Und ja, was hier auch noch wichtig ist, hier geht es auch darum, dass sich hier langsam eine Veränderung anbahnt. Eine Veränderung ist in Vorbereitung. Also kann auch sein, dass du vielleicht ein bisschen eine Anspannung spüren könntest. An sich die 444 auch eine sehr, sehr gute Zahl, ein sehr, sehr guter Abschnitt. Kann sein, dass du hier auch mehrere Zeichen bekommst, dass dir vielleicht bestimmte Symbole immer wieder unterkommen. Vielleicht eben auch wie diese Engelszahl hier, dass dir vielleicht irgendeine Zahlen Folge immer wieder unterkommt, da könntest du dann eben mal nachsehen, was denn das bedeutet. Das sage ich auch immer wieder dazu, das deutet jeder ein bisschen anders, also hol dir da gern mehrere Meinungen ein, du wirst dann auch spüren, was für dich stimmig ist, ja, also das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir schauen jetzt mal direkt in die Blockaden, die im Februar hochgefahren werden oder vielleicht bereits schon hochgefahren sind. Und die sind ja auch bereit, aufgelöst zu werden. Und wenn sie aufgelöst sind, dann führt das üblicherweise zu einer Erleichterung und ja, zu einem fließenderen Alltag, ja, also dass es einem einfach insgesamt besser geht. Und hier ist auf deiner Ebene, kündigt sich hier etwas Neues an. Wir haben hier, wie gesagt, auch den Hinweis, dass sich hier eine Veränderung bereits ankündigt oder in Vorbereitung ist. Das ist dann, wenn die 555-Energie entfesselt wird. Und genau das ist hier jetzt aktuell blockiert. Das kann jetzt auch mit dieser Angelegenheit zu tun haben, wo es darum geht, die Perspektive zu wechseln. Da bin ich gespannt, ob sich das hier noch einmal zeigt oder ob wir das hier noch näher behandeln, diese Angelegenheit, die hier zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt nicht, dass du diese Angelegenheit ignorieren sollst oder verdrängen sollst. Es ist einfach nur hier der Hinweis, dass es zu viel ist. Das bedeutet, die Aufmerksamkeit auch wieder auf anderes lenken, bewusst auf anderes lenken. Vielleicht geht es auch darum, sich bewusst zu werden, dass man schon sehr, sehr viel an diese Angelegenheit denkt, ja. Und hier dieses Neue, das drängt hier schon in dein Feld. Also hier möchte irgendetwas passieren. Das werden wir dann auch sehen, in welchem Lebensbereich sich das abspielt. Kann auch natürlich in beiden passieren. Dann haben wir hier noch einen Hinweis, dass du hier aktuell vermutlich das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten. Das deutet alles jetzt hier auf deine Ebene hin. Eben das hier, irgendetwas beschäftigt dich. Ja, also auch es geht hier auch um ein Weiterkommen, um ein Weitergehen und das ist anscheinend, ich glaube, dass diese zwei Blockaden hier aktuell einfach schon zum Monatsanfang hochgefahren sind, dass das hier vermutlich über den Monat hinweg aufgelöst werden kann. Ja, also das bedeutet jetzt nicht zwingend, dass das Neue dann im Februar schon da sein muss. Das kann auch sein, dass dieser Prozess im Februar startet und dann, wenn er abgeschlossen ist, dass das Neue kommt. Kann aber durchaus sein, dass im Februar bereits sich hier etwas Neues tut, ein Neuanfang. Dann gibt es hier noch etwas im das Umfeld betreffend. Da holen wir uns ja auch immer eine Blockade herein, um die Hauptblockade, die hier wichtig ist. Okay, da bekomme ich das jetzt auch noch einmal herein. Da bekomme ich es eigentlich auch direkt zweimal. Also wie ich es mir gedacht habe. Auch im Umfeld hast du hier irgendwie das Gefühl, dass du hier nicht vorankommst. Das kann auch auf ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit hindeuten oder sich ausgeliefert fühlen oder das Gefühl zu haben, hier nicht wirklich handeln zu können, nicht wirklich voranzukommen, vielleicht in einer bestimmten Verbindung, können aber auch mehrere Verbindungen sein. Das kann jetzt jemanden in deiner Familie betreffen oder jemand in deinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, kann natürlich auch immer wieder in einer Partnerschaft, wenn du in einer Partnerschaft lebst, dazu kommen, dass sich hier der ein oder andere Stillstand manifestiert.
manifestiert, wo es dann vermutlich auch darum geht, darüber zu sprechen. Kann natürlich auch im beruflichen Umfeld der Fall sein. Also irgendwo in irgendeiner Verbindung herrscht hier ein Stillstand. Kann auch sein, dass hier ein Stillstand in den Blockaden angekündigt wird. Aber ich habe hier irgendwie so die Vermutung, dass vermutlich genau diese Sache dich hier aktuell so stark beschäftigt. Ja, diese Sache, wo du hier irgendwie das Gefühl hast, nicht voranzukommen. Also das, wir haben hier so insgesamt geht es hier um einen Stillstand oder um ein Innehalten. Und das, denke ich, das soll eben aufgelöst werden, damit sich hier die Dinge weiterdrehen. Denn wir haben hier einfach die Impulse, dass hier einiges sehr, sehr gut läuft, mein lieber Stier. Und das soll auch weiter so sein. Ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir doch mal mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Wir schauen uns wie immer die Entwicklung in Dritteln an. Und im ersten Monatsdrittel geht es hier um irgendein leidenschaftliches Thema von dir. Also es kann sein, dass es hier meinen Herzenswunsch geht, um irgendein Vorhaben, das du schon immer umsetzen wolltest, also irgendein ganz starkes Verlangen, ja, dass eine Sehnsucht ist hier sichtbar. Wir haben hier auch noch den Tod liegen, Tod und Klarheit. Das bedeutet, ich habe hier das Gefühl, dass hier vermutlich die ein oder andere Blockade gleich im ersten Monatsdrittel fallen soll. Also das geht hier gleich, so wie es aussieht, in diesem Lebensbereich gleich richtig zur Sache. Dir wird hier irgendetwas klar, was nicht mehr rund läuft. Im Bereich Finanzen oder im Beruflichen. Ja, irgendetwas wird dir hier offenbar auffallen oder fällt dir vielleicht bereits schon auf. Was einfach nicht mehr stimmig ist, wo du merkst, es ist Zeit, hier abzuschließen. Diese Sache soll hier soll beendet werden. Und was auch bedeutet, wenn etwas beendet wird, dann eröffnet sich auch immer automatisch ein Neubeginn. Hier ist einfach auch der Hinweis darauf, dass du hier mit dem Abschließen einer Sache beschäftigt bist. Kann auch sein, dass es hier um ein Projekt geht, das sich schon über einen gefühlt ewigen Zeitraum hinwegzieht und dass du hier die nötigen Schritte setzt, um das endlich abzuschließen, zu finalisieren. Kann auch sein, dass man sich hier vielleicht von einem Geschäftspartner, von einer Geschäftspartnerin trennt, kann auch einen Jobwechsel an deuten. Ja, also der Tod steht immer für ein Ende beziehungsweise auch eine Veränderung. Aber es geht hier immer mehr darum, etwas abzuschließen. Und ich denke, das wird ja ganz stark ausgelöst durch dieses Verlangen. Das kann auch sein, dass du hier das Gefühl hast, aufzuwachen oder hier merkst, das wollte ich schon so lange umsetzen. Ich muss das jetzt machen, ich möchte das jetzt machen, ich möchte mich dem stellen. Und da geht es dann, das kann dann eben auch oft dazu führen, dass wir dann erkennen, was uns hier im Weg steht und was es gilt loszulassen, damit diese Sache, damit diese Erfahrung auch gemacht werden kann. Und dann haben wir hier noch Spannungen im Umfeld, die sich hier ankündigen. Also da werden wir mal schauen, in welche Richtung das gemeint ist. Das kann so oder so sein. Anspannung bezüglich was? Okay, es geht hier um ein Wahrheitsthema. Ja, es geht hier um die Frage, also hier geht es darum, dass sich dir die Frage stellen wird, soll man so weitermachen wie bisher? Also da geht es auch ein bisschen darum, in der Komfortzone bleiben, das Gewohnte weiterhin fortführen, auch wenn es einen nicht wirklich erfüllt oder auch wenn man weiß, das ist eigentlich gar nicht so 100% das, was man möchte. Oder wagt man den Sprung, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, und etwas zu wagen, was man vorher zuvor nicht gewagt hat. Also das gehört hier irgendwie alles zusammen. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Phase für dich, ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt. Also kann natürlich sein, dass hier die Stimmung immer wieder ein bisschen schwankt, aber das ist vollkommen in Ordnung, denn hier geht es um eine wichtige Klarheit für dich und hier geht es auch sehr, sehr viel um Schicksal. Also da soll dir was klar werden im ersten Monatsdrittel.
Jetzt schauen wir mal in die Monatsmitte, was hier weiter passiert. Du bist, also da soll etwas Schicksalhaftes passieren, ja. Hier wird offenbar ein Neubeginn gesetzt. Also was dieses Beginnen betrifft oder dieses Neue, im beruflichen Sektor können wir das auf jeden Fall wahrnehmen. Also diese Blockade ist auf jeden Fall auch hier in diesem Feld sichtbar, kann auch Finanzen betreffen. Vielleicht wolltest du schon immer irgendein bestimmtes Standbein aufbauen, ja? Oder eine Ausbildung machen. Das kann das natürlich auch sein. Das passt auch sehr gut in diesen Bereich hinein, ja? Kann auch sein, dass du hier irgendeine neue Tätigkeit, kann auch ein Jobwechsel sein, ein neuer Job, der hier begonnen wird in der Monatsmitte sein, dass wir hier wahrnehmen können. Wir sehen hier auch, dass es hier um eine Verbindung geht. Also in dieser Kombination würde ich sagen, dass du dich hier dieser Sehnsucht stellst. Und dass du für dich diese Sehnsucht in der Hinsicht beendest, indem du daran arbeitest, das real werden zu lassen. Kann auch darauf hindeuten, dass hier jemand dein Feld betritt oder dass jemand, den du bereits kennst, mit dir hier gemeinsame Sache macht bezüglich dieses Neuanfangs. Hier kann man einfach auch merken, dass hier eine sehr gewinnbringende Stimmung ist in der Monatsmitte, ein sehr, sehr fruchtbarer Boden. Und was ich hier noch reinbekomme, ist, dass du hier sehr beschützt bist von außen. Also auch, auf eine gewisse Art und Weise. Es können natürlich auch reale Personen sein, die hier an deiner Seite sind, wie wir hier auch irgendwo sehen können. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier jemand sein könnte, aber es kann auch einfach sein, dass du dich hier sehr beschützt fühlst und dass sich hier einiges ergibt auf nicht nachvollziehbare Weise, also unter Anführungsstrichen sich Zufälle ergeben, dass das hier funktioniert, also dass das hier auch funktionieren soll, gestartet werden soll, egal welches Hindernis sich hier versucht in den Weg zu stellen. Das soll hier etwas Neues begonnen werden. Also das ist schon sehr, sehr besonders und kann eben, wie gesagt, sehr gut darum gehen, dass es hier um irgendeine Einnahmequelle geht, um irgendetwas Finanzielles, das hier beginnt und wo ein Wachstum auch zu erwarten ist, mein lieber Stier. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie man dieses Pflänzchen weiterhin pflegt, ja, aber an sich vom Potenzial her sieht das sehr, sehr gut aus, ja. Schauen wir jetzt noch zum letzten Monatsdrittel, was wir hier erfahren dürfen. Und im letzten Monatsdrittel geht es an sich bergauf, ja. Das kann jetzt sein, dass hier vielleicht schon ein gewisses Alltagsgefühl beginnt sich einzuschleichen oder eben auch ein Misstrauen, denn das kann man hier wahrnehmen. Hier ist dein Mindset. Ich weiß, das ist ein relativ ausgelutschter Begriff mittlerweile, aber genau das ist hier sehr, sehr wichtig für dich, mein lieber Stier, deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken im letzten Drittel, also ganz besonders im letzten Drittel, weil hier läufst du Gefahr, dass du dir hier vielleicht selbst ein Bein stellst und dass du dich hier eher negativen Gedanken hingibst als der Tatsache, dass es auch gut werden kann. Ja, also hier kann es sein, also hier geht's bergauf und da kann es dann sehr, sehr gut sein, dass du dich fragst, ja, aber was ist, wenn es wieder bergab geht oder wenn das nicht funktioniert oder dieses oder jenes? Und wenn das passiert, da sollst du eben aufmerksam sein, dann frag dich auch, und was passiert, wenn es gut ist? Was passiert denn, wenn es funktioniert? Was ist dann der nächste Schritt? Wo geht es denn da weiter? Ja, also das ist hier wichtig. Also es soll hier bergauf gehen und du bekommst hier eben eine kleine Prüfung gegen Monatsende hin, wo es um deine Gedanken geht und eben auch irgendwie ist das so üblich, dass dann hier nochmal geprüft wird, ob du diese Entscheidung wirklich ernst gemeint hast. Ja, das kann auch natürlich vom eigenen Unterbewusstsein auch ausgehen, dass hier irgendwie eine Art Prüfungssituation abläuft und es einfach darum geht, da durchzugehen und weiterzumachen. Das ist hier sehr, sehr wichtig, dass du weitermachst. Aber es deutet eigentlich alles darauf hin, dass du das auch tust. Was hier noch wichtig ist, was das Umfeld betrifft, mein lieber Stier, auch hier bekomme ich einen Hinweis und da geht es darum, achte darauf, was du mit anderen teilst. Hier ist nicht jeder dein Freund im letzten Drittel. Achtung, hier gibt es nichts, du
gibt es nichts, wovor du Angst haben musst. Ja? Es geht hier nur um Hinweise. Achte darauf, was du mit anderen teilst, welche Informationen du rausgibst. Vor allem, wenn es hier vielleicht auch um eine Unternehmensgründung geht oder um irgendetwas, was du aufbaust. Und genau hier ist es wichtig, dass du nicht alles weitergibst. Und wenn das hier im Aufbau ist, ja, also wenn das Ganze noch keine Früchte trägt in der Hinsicht oder es noch nicht richtig absehbar ist, wann denn das sein wird, dann ist es vielleicht besser noch zu warten, das mit so vielen Menschen zu teilen, bis das Ganze auf sicheren Beinen steht. Natürlich kannst du mit anderen oder sollst du auch mit anderen drüber sprechen, aber da geht es dann auch sehr stark darum, mit wem du das eben teilst, mein lieber Stier. Das ist hier sehr, sehr entscheidend, denn hier, und jetzt komme ich auch endlich zum Punkt, hier geht es darum, dass von außen auch, dass du von außen auch torpediert unter Anführungsstrichen werden kannst und hier vielleicht der ein oder andere Spruch in deine Richtung gesagt wird, der dich dann eben verunsichern könnte oder der hier Zweifel auslösen könnte. Achtung, Zweifel sind an sich nichts Negatives, die können auch darauf hindeuten, etwas zu optimieren, ja, aber wichtig ist einfach, dass bestimmte Aspekte dieses Vorhabens bei dir bleiben oder vielleicht vorerst das ganze Vorhaben größtenteils noch geheim gehalten wird, wenn es hier beispielsweise um irgendetwas geht. Wie gesagt, Unternehmensgründung, Aufbau, und das ist hier einfach wichtig. Insgesamt geht es aber rauf, ja, also du hast hier eine Prüfungssituation, auf die du einfach vorbereitet sein sollst, also achte auch darauf, wenn Kritik kommt, hinterfrage auch die Kritik, ist das konstruktiv oder ist das eher Blödsinn, was da gesagt wird, ja, das ist sehr, sehr wichtig, und auch, dass du hier wirklich an deine Sache glaubst, mein lieber Stier, das ist hier wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend. Ja, dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal in den zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht gibt es wieder die ein oder andere Querverbindung zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Wenn du meine Legungen bereits kennst, weißt du das bereits. Wenn du neu hier bist, dann sage ich es nochmal dazu. Ich lege mit voller Absicht nicht direkt zum Thema Liebe. Wenn es sich allerdings in einer Legung zeigt, dann sage ich es natürlich, denn dann hat es üblicherweise auch einen Mehrwert für dich. Und mir geht es nur um den Mehrwert für dich. Und erfahrungsgemäß bringen die meisten Liebeslegungen nichts und können leider Gottes auch dazu führen, dass sich Dinge verschlimmern. Daher gehe ich dieses Thema so an, das ist bis jetzt, hat sich das am nachhaltigsten gezeigt, und wie gesagt, wenn sich hier nichts zum Thema Liebe zeigen sollte und du aber auf die Liebe schaust, bedeutet das nicht, dass sich in diesem Bereich bei dir nichts tut. Dann geht es einfach nur darum, dass die Karten dazu schweigen, weil du hier bestimmte Dinge nicht erfahren sollst, damit sie eben auch passieren können. Die Karten zeigen nie alles, was im eigenen Leben passiert, und meine Karten sind einfach darauf programmiert, dass sie nur die Dinge zeigen, die für dich relevant sind, beziehungsweise eben für das Kollektiv relevant sind. Ja, dann starten wir auch jetzt hier im ersten Monatsdrittel, und auch hier geht es um Erfolg, um etwas, irgendetwas läuft hier sehr, sehr gut im zwischenmenschlichen Bereich. Hier haben wir auch etwas Vertragliches auf deiner Ebene. Ich glaube, das war auch in der Steinbock-Legung ein Thema. Also das kann jetzt natürlich sein, dass hier, wenn es hier um eine Partnerschaft geht, also hier kann es tatsächlich um eine Partnerschaft gehen, dass hier irgendetwas vertieft wird, dass man hier eine Verbindlichkeit eingeht. Also das könnte beispielsweise könnte darauf hindeuten, dass man beispielsweise beschließt, dass man vielleicht eine Ehe schließt oder eine Partnerschaft eintragen lässt etc. Kann aber auch sein, dass du hier mit jemandem wirklich etwas Geschäftliches planst, also dass hier eine Querverbindung zum Bereich Beruf, Finanzen bereits besteht, dass hier etwas geplant wird, ja, dass hier ein Vertrag aufgesetzt wird. Achtung, diese vertragliche Angelegenheit, die beschäftigt dich offenbar auch sehr, die liegt auch auf deiner Ebene. Wichtig ist, prüfe diesen Vertrag genau. Es ist wichtig, wenn das hier mit dem privaten Umfeld, wenn es hier um einen Vertrag geht, dann ist es wirklich, wirklich
ganz besonders wichtig, dass das hier bis ins letzte Detail ausformuliert ist, damit hier nicht, ja, ich meine, man kann natürlich nicht alles absichern, also das ist klar, aber es ist wichtig, dass hier schon die Rahmenbedingungen genau ausformuliert sind, damit man dann nicht im Nachhinein hier irgendwie Gefahr läuft, ja, dass es hier dann, dass es hier zu einer Unstimmigkeit kommt. Also es ist wirklich wichtig, sich das genau anzusehen. Also es kann ja auch, wie gesagt, darum gehen, dass man hier irgendeine finanzielle Angelegenheit gemeinsam umsetzen möchte. Kann aber, wie gesagt, auch sein, dass einfach eine Verbindung in die Tiefe geht. Das kann auch bei einer Freundschaft sein und das kann natürlich auch ein Familienmitglied betreffen. Und was wir hier noch haben, ist, dass hier geht es um eine Erleichterung betreffend einer anderen Person. Dass man sich einander öffnet, ja, also etwa in diese Richtung, hier fällt ein Schleier oder hier fällt eine Blockade in einer zwischenmenschlichen Verbindung. Man kann sich hier ganz offen begegnen und das hat ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Also es geht hier um eine sehr befreiende Begegnung. Ob das eine neue Person ist oder nicht, das kann ich hier jetzt nicht herauslesen. Ich sehe hier einfach nur, dass das hier sehr, sehr schön ist. Das kann auch alles hier natürlich zusammenhängen und hier eine wichtige Geschichte sein im ersten Monatsdrittel, mein lieber Stier. Aber das ist wirklich, wirklich gut. Das schaut wirklich sehr vielversprechend aus. Jetzt schauen wir in die Monatsmitte. Und hier kündigt sich eine Kommunikationsblockade an, die von dir eher ausgeht, ja, tendenziell, oder dich eben sehr beschäftigt. Aber ich habe das Gefühl, dass du zu irgendeiner Thematik schweigst. Und es geht hier um eine Unklarheit. Das hat offenbar, also das ist hier, das kann jetzt auch diese Thematik sein vom Monatsanfang, dass das hier vielleicht genau diese Angelegenheit ist, denn es geht hier um etwas aus der Vergangenheit, betrifft hier eben eine weitere Person, jemand aus deinem Umfeld, und da ist irgendetwas in der Vergangenheit passiert und du hast hier irgendetwas, da ist irgendeine Information, du hast hier, die Erinnerung hast du offenbar, und auf die gilt es zuzugreifen. Also da geht es darum, dass du dich daran erinnerst und beziehungsweise in der Vergangenheit ist eine bestimmte Antwort für dich. Jetzt möchte ich aber erfahren, worum es hier bei diesem Schweigen geht. Ob das okay, da wäre es dann tendenziell ganz gut, wenn du darüber sprichst, mein lieber Stier, denn hier zeigt sich in der Monatsmitte, dass du das Gefühl hast, ungerecht behandelt zu werden. Das kann jetzt natürlich auch auf diesen Vertrag hindeuten oder diese Verbindlichkeit, diese Verpflichtung, die hier auf deiner Ebene eben sichtbar geworden ist, dass du hier nicht ganz zufrieden bist. Also das kann dann natürlich, wenn das hier ist, dann kann man das natürlich schon im ersten Monatsdrittel ganz gut klären. Und das, denke ich, ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Immer wenn diese Karte fällt, genau hinschauen, ob du wirklich zu 100% damit zufrieden bist. Man kann immer noch nachverhandeln, ja. Und es schwingt hier einfach eine Unklarheit mit diesem Gefühl, dass man hier irgendwo, unter Anführungsstrichen, sich beraubt fühlt oder dass jemand sich hier vielleicht einen Vorteil verschafft hat, der nicht ganz fair ist. Und ja, also das ist hier ein ganz großes Thema in der Monatsmitte. Und ich denke, es ist aber wichtig, dass du das Schweigen brichst. Habe ich so das Gefühl. Also ich meine, es ist natürlich deine Entscheidung, ja, und das dürfte auch nicht ganz einfach sein. Ich weiß jetzt auch nicht, worum es hier geht. Du brauchst aber auch keine Angst davor haben. Also das, was wir hier sehen, das sind einfach Schwingungen, die wichtig sind zu erfahren und kann dann sehr gut sein, wenn sich dieses Thema hier zeigt, dass du dementsprechend dann dich erinnerst und merkst, ah, stimmt, dann handle ich jetzt, dann mache ich das oder ich handle so. Es ist, denke ich, wichtig, geklärt zu werden. Kann auch sein, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, denn wir haben hier einfach eine große Unklarheit und das kann von bis alles Mögliche sein. Und auch wenn du vielleicht die Sorge hast, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass sich hier jemand einen Vorteil
absichtlich verschafft hat, also dir auch dafür gesorgt hat, dass du hier einen Nachteil hast, dann weißt du es aber einfach. Und ich habe hier das Gefühl, es geht hier vielleicht auch darum, es geht hier um diese Angelegenheit, also es könnte hier um diese Blockade gehen, dass du hier einen Stillstand im Umfeld einfach fühlst, ja. Also das kann, du bekommst hier in der Monatsmitte auf jeden Fall eine Chance oder wahrscheinlich mehrere Chancen, dass du das hier für dich auflösen kannst. Und Klarheit wird hier sehr, sehr wichtig für dich sein. Auch wenn du hier vielleicht ein bisschen Sorge davor hast, was denn dann da ist, wenn man hier Licht ins Dunkel bringt, ja. Aber kann, wie gesagt, sehr gut sein, dass sich diese Angelegenheit hier weiterzieht und in der Monatsmitte dann eben konkret bereit ist, aufgelöst zu werden. Jetzt schauen wir uns noch das letzte Drittel an im zwischenmenschlichen Bereich. Und da geht es weiter mit einer Unklarheit bezüglich, also dieses Thema Unklarheit ist hier in der Monatsmitte und im letzten Monatsdrittel, das kommt hier zweimal hoch. Das heißt jetzt aber nicht, dass sich das über den ganzen Zeitraum hinzieht. Das kann auch einfach ein kurzer Moment sein. Es kann auch einfach ein Tag sein, ja. Also das muss sich jetzt nicht über die ganze Zeitspanne erstrecken. Es ist hier jedenfalls, können wir hier auch eine Unklarheit entdecken, und das betrifft eine Person, die du wirklich sehr, sehr gerne hast. Das kann jetzt auch jemanden betreffen, wenn du in einer Partnerschaft lebst, kann das den eigenen Partner betreffen. Kann auch sein, wenn du beispielsweise jemanden kennengelernt hast, mein lieber Stier, und das hier in der Kennenlernphase ist, dass hier dass du hier in irgendeinem Punkt nicht so recht weißt, wie diese Person da eingestellt ist, oder ja, da, am Beginn oder in dieser Kennenlernphase ist es irgendwie auch ganz normal, dass man kennt sich noch nicht, man lernt sich erst kennen und bestimmte Dinge sind im Unklaren. Da geht es dann nämlich auch darum, also das sehen wir aber auch schon, dass es dir ganz stark um Klarheit geht. Also kann es sehr gut sein, dass du hier vielleicht direkt nachfragst oder dass du hier dafür sorgst, dass Klarheit in dein Feld kommt. Hängt jetzt natürlich auch von der Thematik ab. Das kann jetzt aber auch eine Freundschaft betreffen, ja. Dass hier irgendetwas passiert oder dass du dich hier an die Monatsmitte erinnert fühlst. Und da kann es dann auch sehr gut sein, dass ein Gespräch das Ganze einfach auflösen kann, ja, weil es ist schon sehr wichtig, dass du hier auch im Privaten für Klarheit und Ruhe sorgst, damit auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen alles weiter rund läuft, denn diese beiden Lebensbereiche, die strahlen natürlich direkt aufeinander aus, ja, also das ist schon wichtig, aber man sieht hier von der Grundeinstellung her, mein lieber Stier, dass du hier auf Klarheit ausgerichtet bist, und kann sehr, sehr gut sein, dass du hier, ja, dass du hier einfach gleich nachfragst, was denn hier los ist, oder ja, auch hier, dass du dich hier stellst. Also habe ich irgendwie so das Gefühl, dass du hier in der Monatsmitte eben eine Art Prüfung hast betreffend einer ganz alten Angelegenheit, einer Sache, die eben schon länger da ist, und dann wird das hier irgendwie direkt noch einmal in einer kleineren Prüfung noch mal abgefragt. Und was wir hier noch sehen, vor allem was dein Umfeld betrifft, ist, dass du hier sehr gefestigt bist gegen Monatsende hin im privaten Umfeld. Da kann es sein, dass im Umfeld sehr viel los ist, dass sehr viel Unruhe herrscht, aber du lässt dich davon nicht anstecken. Du hast hier irgendwo keine Lust darauf. Das macht irgendwo Sinn. Also es kann sehr gut sein, dass hier bei einigen, bei einigen Leuten, die du kennst, dass sich hier irgendetwas ganz stark verändert oder dass irgendetwas los ist und du stehst da irgendwo drüber, und das ist auch sehr, sehr wichtig, auch dass du hier darüber informiert wirst, dass du dich auch nicht anstecken lässt. Ja, also das ist ja sehr, sehr spannend, mein lieber Stier.
Ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.